Da, Kamera. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, brauche ich auch Sendung, bla bla bla. Mein Friedensfinger geht raus an die, die schon wieder nichts Besseres oder nichts weiteres interessiert, als ich aussehe. Ich habe hier gerade mal einfach auf den Aufnahmeknopf gedrückt, weil ich gerade eine sehr interessante Frage gestellt bekommen habe, wo ich mir gedacht habe und das auch als Antwort gegeben habe, ich mache da mal ein Video zu. Und weil ich ja so weiß, wie das ist, wenn ich solche Antworten gebe und das nicht sofort mache, dann habe ich das danach nicht mehr auf dem Schirm. Dafür lebe ich zu sehr im Moment. Also mache ich es einfach direkt in diesem Moment und beantworte die Frage, was Jesus... die Frage war anders. Nicht was Jesus, sondern wie ich Jesus wahrnehme. Also den Nazarener, ja, hier Heiland, bla bla, der Typ aus der Bibel mit seinen 13 Freunden, von dem von einem nichts erzählt wird, weil er schwarz war. Habe ich mal einen Dokumentationsfilm dazu gesehen. Die Frage ist tatsächlich sehr interessant, weil ich denke, dass ich inzwischen eine vollständig andere Wahrnehmung von diesem Menschen habe als die meisten anderen und ich früher vor allen Dingen. Vor allen Dingen, als ich noch in dieser Sekte des Katholizismus gewesen bin. Ne? Ja, es ist keine Sekte, es ist eine Religion. Nur ist leider einfach nur eine Religion, das im Großen, was eine Sekte im Kleinen ist, aber im Prinzip ist das dasselbe. Es ist ein Zusammenschluss von Menschen, die ganz bestimmten Dogmen folgen. Und innerhalb dieses katholisch geprägten Dogmas, dieses Bildes von Jesus, der für uns alle gestorben ist. Ich habe nie kapiert, so, ne? Ey, der ist nicht für uns gestorben, der hat 33 Jahre für uns gelebt, Alter. Ja, da, also das sind schon so Sachen, so, ne? Wo ich einfach mittlerweile ganz anders denke als früher. Und das ist halt eben bei so vielen Dingen. Also wenn ich mich an die Bibel halte und nicht an den Katholizismus, dann sehe ich halt in Jesus auch eben nicht unbedingt das, was wir als einen Heiligen bezeichnen würden. Jedenfalls nicht in dieser Auffassung von, oh, und ich komme in Frieden. Er ist nicht in Frieden gekommen. Der ist in den Tempel der Pharisäer rein und hat da die Kassentische umgetreten. Und hat gesagt, ihr werdet brennen. Guckt, dass ihr hier Land gewinnt. Ihr Verräter. Ja, da wird er gute Gründe für gehabt haben. Ne, also ich würde heute Jesus als jemanden bezeichnen, der auf jeden Fall ein massives Problem mit dem Establishment hatte. So. Dann nehme ich ihn halt eben auch nicht mehr als unseren Retter wahr, sondern eher als das, was er tatsächlich war, nämlich derjenige, der gekommen ist, um uns zu überliefern und zu hinterlassen, wie wir uns selber retten können. Mit seiner Hilfe. Jederzeit steht er uns zur Verfügung. Aber ich glaube, das allerletzte, was der wollte, ist, dass sich irgendjemand seinetwegen dazu herablässt, jemand anderen zu töten. Weil er sich nicht zu ihm bekennen will. Wenn das mal nicht sektiererisch ist.
Und das hat für mich einfach eben, das hat eben mit Katholizismus und der Kirche zu tun, aber halt überhaupt gar nichts mit Jesus. Das ist für mich kein christliches Verhalten, hinzugehen und dir den Kopf abzuschlagen und auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen, der gerade nicht dem gewünschten Narrativ hinterherläuft. So. Ja. Und das fand der wohl auch selber scheiße, sowas. Also selber, Jesus selber wäre wahrscheinlich der Erste gewesen, der aus der Kirche ausgetreten wäre. Das hier soll kein Kirchenbashing werden oder so. Ich möchte die Frage beantworten, wie ich Jesus wahrnehme. Aber auf diese Weise hat das auch angefangen, dass er mir wesentlich menschlicher erschien als einer von uns. Er ist ja nicht als irgendwas, er ist ja als einer von uns extra auf die Erde auch gekommen. Ja? Ihn auch als einen von uns zu erkennen und darüber auch erstmal Zugang dazu zu bekommen, so, hey, Moment mal, der Typ hat, und ich habe wirklich, ich habe dieses blöde Neue Testament insgesamt dreimal gelesen. Die beiden letzten Male flüchtiger, weil ich auf der Suche nach ganz bestimmten Dingen war. Und da ging es halt eben um die Heilungsgeschichten und so. Da stand nämlich nirgendwo, dass Jesus jeden hätte heilen können. Stattdessen steht da jedes Mal, dass er sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Wer ist hier der Heiland? Ne? So, dein Glaube hat dich geheilt. Der gleiche, der dich vorher krank gemacht hat. Weil du davon überzeugt warst, dass irgendwas kommt. Und jetzt habe ich irgendwas passiert, weil ich meine Hand auf deinen gestopfen habe. Und du glaubst, dass das jetzt... Nimm dein Bett und geh. Hauen sie rein. Leben sie glücklich. Und zum anderen habe ich halt eben Ausschau gehalten, ob irgendwo überliefert stand, dass dieser Typ jemals gesagt hätte, kniet vor mir nieder und betet mich an. Lest es selber, ich kann euch versichern, ich habe es dreimal gelesen. Es steht nicht da, nirgendwo. Es steht tatsächlich im Gegenteil eher was ganz anderes da. Er kniet vor uns nieder. Er kniet vor uns nieder und wäscht uns unsere dreckigen Füße. Jesus war jemand, der sich nicht zu schade war, auf die Außenseiter zuzugehen. Für den die Schmuddelkinder die interessantesten waren. Die Schmuddelkinder noch relativ frei sich bewegen konnten, während andere Kinder geschult wurden und in Benimmregeln unterrichtet. Nee, Junge, was haben sie dir angetan, ne? Krass. Aber egal. Ich nehme ihn als, das ist der Grund, warum ich mich seitdem auch Jesus Bruder Bauchi nenne. Ist ja auch nur ein Name. Ist ja nur eine Bezeichnung. Warum habe ich sie gewählt? Ja, weil mein Kontext über die letzten Jahre mich irgendwie dazu geführt hat und ich hatte meine Gründe dafür. Ist das so, eins kam zum anderen, so, weißt du, Bescheid, so passiert nur. Auf einmal ist da. Auf einmal hast du eine Sekte, die heißt Flotology und so ein Scheiß, alles, weißt du, bäm, so, uff, kommt das alles her. Ja, das Leben, ne, sammelt sich halt so einiges an, auch an Erkenntnissen und Zusammenhänge, die man irgendwo so, wo man auf einmal merkt, so, Alter, was hast du dir damals für einen Scheiß erzählen lassen? Das ist noch zigtausend andere Videos wert. Jesus. Eigentlich nur der Botschafter.
Und wenn man ihm mal Gehör schenken würde und dann anfangen würde, danach zu leben, also als ich das angefangen habe zu leben, bin ich für meine Eltern zum totalen Antichristen mutiert. Dabei wollte ich eigentlich nur mit der römisch-katholischen Kirche nichts mehr am Hut haben. Weil die für mich einfach, ja, keine Ahnung, ich bin auch raus aus dieser Sekte. Ich habe keine Lust, mich mehr katholischen Glaubensgrundsätzen zu beugen. Angefangen mit, ich unterstehe dem Papst, ja, mit sich euch. Ja. Genau, und wem noch alles, ne? Genau. Hey, so ein Spielchen könnte einfach ohne mich spielen, die brauche ich nicht. So, ich bin nicht kein Teil von. Das ist mir, nein, nicht mein Ding. Hat für mich nichts mit Augenhöhe und Freiheit zu tun. Und Souveränität meist recht nicht. Also, ne, da ich halt eben solche Sachen, solche Spiele bevorzuge, die sind einfach inkompatibel. Funktioniert nicht mehr. Ne, deswegen funktioniert auch der ganze Blödsinn mit dem Herrschaftsscheiß bei mir einfach nicht mehr. Weil ich eben einfach nicht mehr glauben kann, dass irgendjemand das Recht hat, mir mein Leben zu diktieren. Und mir damit die Möglichkeit zu nehmen und immer ständig einzudämmen, dafür zu sorgen, und zwar eigenständig mit meinem hundertprozentigen Potenzial, dass ich für niemanden eine Gefahr darstelle. Jesus, ne? Sieh den mal als Bruder. Der hat dich nämlich so genannt. Brüder und Schwestern, hat er immer gesagt. Steht in der Bibel. Sagen die Pfaffen bis heute. Meinen, glaube ich, dabei was empfinden, etwas völlig anderes. Und reden von Jesus als ihrem Herrn, obwohl er jedes einzelne Mal nichts anderes als Begrüßung oder Einleitung einer Rede als Brüder und Schwestern aufwarten kann. Um explizit auf die Augenhöhe, auf die Augenlinie, auf die Seitenlinie, auf uns, auf das hier, wir, zu konzentrieren. Und vor allen Dingen nehme ich den immer noch wahr als jemanden, der unser Leben geprägt hat, wie niemand anders, obwohl das gar nicht er war, sondern halt eben die katholische Kirche. Die aber meiner Meinung nach mit diesem Mann das größte Schindluder getrieben hat, das man sich nur vorstellen kann. Also drüber wichsen und drauf spucken auf sein Grab, und das wäre harmlos gewesen gegen das, was diese Sekte auf diesem Planeten angerichtet hat und bis heute tut. Das gesamte Herrschaftssystem baut ja darauf auf, das ist ja alles. Ne? Alle Könige unterstehen dem Papst, also der Papst krönt Könige und so, das ist keine Gefälligkeit oder sowas. Das sind Amtshandlungen. Wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, der sollte es vielleicht langsam einfach tun. Jesus. Mein Bruder, der mir geholfen hat, mein Leben auf Kette zu kriegen. Aber erst seitdem ich auch mich an den Scheiß halte. Den der so von sich gegeben hat. Bringt mir das überhaupt irgendetwas? Und da bringt mir keine Heuchelei irgendwas oder irgendwelche Frömmigkeit oder jeden Sonntag in die Kirche zu latschen.
wenn ich ansonsten die ganze Zeit ein Arschloch bringe, dann bringt mir das auch nichts, dass ich beim Pfaffen die Beiche ablegen kann. Auch noch so was total Schlimmes. Man geht nicht beim Pfaffen beichten. Man geht bei dem beichten, bei dem man Scheiße gebaut hat. Und wenn man es nicht kann, weil man die Wahl hat, stattdessen zu einem Pfaffen zu gehen, um sein Gewissen zu erleichtern, dann hat man ein fettes Problem. Nämlich mit seinem Nachbarn keinen Frieden mehr. Oh, Spalt und Herrsche, ha? Da kommt die Kirche wieder ins Spiel. Nee, lass mal, die brauchen Frieden? Nee, können wir nicht brauchen. Lass mal auf jeden Fall irgendwie gucken, dass die sich nicht beieinander entschuldigen können. Wie kriegen wir was her? Wir führen die Beichte ein. Ja, geil, saugeil. Lass noch ein paar Ablassbriefe einführen, da kannst du... Geil. Scheiße zieht bis heute. Hat aber mit Jesus nicht im Geringsten irgendetwas zu tun. Das war definitiv keine Idee von dem. Das ist alles nicht rund, ne? Und das war es für mich mein ganzes Leben noch nicht. Es war alles nicht rund. Irgendwas stimmte die ganze Zeit nicht. Langsam habe ich rausgefunden. Aber das ist noch wieder ein ganz anderes Thema. Ich hoffe, ich habe die Frage ausreichend beantwortet. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare mal schreiben, wie ihr Jesus wahrnehmt. Und ja, keine Ahnung. Muss keiner so sehen wie ich. Aber ich will es bitte weiter so sehen dürfen. Ich habe da meine Gründe für. Ja, tschüss mit F. Macht's gut. Bis bald.